Herzlich willkommen zu Ilzhöfers Küchenquickies. Um was dreht sich heute? Um das perfekte Rührei. Das streitet man sich einfach. Ein kleines Geheimnis. Was ist das richtige Rührei? Die einen mögen es eher so ein bisschen grisselig, so richtig fest geronnen. Die andere eher etwas fluffig. Ich bin davon der fluffigen Variante. Und ich zeige euch jetzt, wie es geht. Ihr braucht eine tolle Pfanne. Die darf ganz so ein bisschen beschichtet sein. Dann hängt es nicht so. Natürlich frische Eier, das ist klar. Ein bisschen der Butter. Man kann es auch in Sonnenblumenöl oder Rapsöl nehmen oder dergleichen. Aber ich mag diesen Buttergeschmack. Salz, Pfeffer, wichtig. Ein ganz kleines bisschen Sahne und nachher noch ein bisschen Dekoration. Mehr braucht man nicht für das perfekte, schöne Rührei. Als erstes Pfanne drauf und Herd an. Sodele. Bei mir ist das höchste 9 auf der Skala. Ich bin jetzt mal auf 7, 8 um den Dreh rum, bis die Pfanne einfach warm ist. In der Zwischenzeit gehen wir her, kleine Schüsselchen nehmen, Eier aufschlagen. Nach Möglichkeit ohne Schale, das wäre ganz klasse. So, und jetzt schon mal Kardinalsfehler 1 bei ganz vielen. Die nehmen einen Schneebesen. Nehmen Sie keine Schneebesen, nehmen Sie nur eine Gabel. Und jetzt wird es ganz leicht und locker angeschlagen. Also 2, 3 Eier sind eigentlich eine volle, schöne Frühstücksportion. Wir machen es jetzt mit 2, weil es geht ja um die Technik. Also, nur so anschlagen. Mehr braucht man nicht. Jetzt kommt ein bisschen Sahne rein. Sie können auch Milch reinmachen, aber ich nehme Sahne. So, oder? Auch noch ein bisschen unterschlagen. Etwas Pfeffer. Richtig, ich nehme schwarzen Pfeffer. Weil Sie glauben doch wohl nicht allen Ernstes, dass Sie hier rausschmecken, ob Sie weißen oder schwarzen Pfeffer nehmen. Deshalb nehme ich immer schwarzen Pfeffer. Man darf ihn nämlich sehen. Der Pfeffer soll ja da sein. Ein bisschen Salz. Nochmal. Fertig aus. Jetzt geben wir ein bisschen Butter dazu. Und Sie brauchen nach Möglichkeit so einen leicht gummierten Teigschaber. Mit dem kann man schön in der Pfanne arbeiten, weil das Geheimnis ist das, jetzt nicht Masse rein und wudeln wie wild, sondern immer von der Seite nach innen schieben. Und dann schichtet sich das schön übereinander. Und ihr habt nachher so eine Mischung aus Rührei und fast schon optisch wie ein Omelett. Und dann ist es richtig. Butter verläuft jetzt schön. Wir sind deshalb nicht auf Stufe 9, weil sonst zu heiß. Und jetzt geben wir einfach unser Rührei hinein. Da könnte jetzt natürlich auch ein bisschen Schinken noch dabei sein oder kleine Kirschtomaten oder gleich schon mal Kräuter reinmachen, Thymian, Rosmarin, Zwiebeln rein, alles erlaubt. Das ist der Grund. Und jetzt gehen wir her und schieben das einfach ganz vorsichtig immer nach innen rein. Die freie Fläche läuft wieder nach mit der Masse und gerinnt dann wieder und wir können es wieder schieben. Deshalb heißt es Rührei und nicht wild und rumfruchteln, sonst wäre es ein Quirlei. Wir machen ein Rührei. Und jetzt sieht man schon, das stockt. Und wenn es stockt, schon den Teller parat legen zum Anrichten, weil das muss innen noch ein bisschen wachsig sein. Das muss so rauslaufen beim Anmachen. Und schon fertig. So schnell geht es. Jetzt richten wir es einfach nur an. Guck mal, wie das schön hier reinläuft. Jetzt noch ein bisschen eine Garnitur dazu. So. Und schon habt ihr das weltbeste Rührei. Jetzt passt mal auf. Das würdet ihr euch auch gleich probieren. Ganz fluffig, ganz wachsig. Guck mal her, das läuft in der Mitte noch ein bisschen raus. Genau so muss es sein. Und das ist zum Beispiel auch ein Graubrot auf ein selbstgebackenes Schwarzbrot im Backofen ein bisschen warm machen, ganz wenig Butter drauf, das hier oben drauf und dann noch im Frühling wie jetzt Kirschtomaten drauf geben oder im Herbst frisch ansortierte Champignons oder Pfifferlinge oben drauf. Das ist nicht nur das perfekte Rührei zum Frühstück, sondern auch das perfekte Rührei zum Vesper abends auf der Terrasse mit einem Gläschen Sekt. Wunderbar, geil.
Wunderbar. Oh, geil. So lecker. Viel Spaß beim perfekten Rührei. Euer Jörg Ilzöfer.